Da in einem Computer die Rechenleistung und Speicherkapazität begrenzt ist, brauchen wir verschiedene Variabeltypen, um unsere Werte mit möglichst wenig Speicherplatz ausreichend präzise darzustellen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, welche Typen uns im C++ zur Verfügung stehen und wie man mit diesen rechnen kann. Gehen wir also durch eine Liste der wichtigsten Datentypen für uns durch. Booleans stellen Wahrheitswerte dar. Sie können also nur zwei Werte, wahr oder falsch, annehmen. In C++ werden Booleans mit dem Keyword bool abgekürzt. Man könnte also beispielsweise mit bool a gleich true oder mit bool b gleich false solche Booleans erstellen. Jetzt in einem C++-Programm kommt es häufig vor, dass man einen Datentyp in einen anderen umgewandelt werden muss. Diese Umwandlung nennt man Typecasting. Wenn man einen Boolean zu einer Zahl mit beliebigem Typ umwandelt, dann wird der Boolean false zu 0 und der Boolean true zu 1 umgewandelt. Umgekehrt kann es auch sein, dass man irgendeine Zahl in einen Boolean umwandeln will. Falls diese Zahl gleich 0 ist, erhält man false. Bei anderen Zahlen nicht gleich 0 erhält man true. Charakter stellen Schriftzeichen dar. Im Grunde sind es einfach Zahlen von 0 bis 255, welche mit der ASCII-Codierung zu Zeichen übersetzt werden. Sie werden in C++ mit dem Keyword char abgekürzt. So könnte man also mit char c gleich a oder char d gleich at neue Characters erstellen. Die Umwandlung von Zahlen zu Characters erfolgt nach der ASCII-Codierung. Im Internet findet ihr ganz viele Tabellen, in welche ihr diese Codierung nachschlagen könnt. Ihr müsst diese jedoch nicht auswendig kennen. Es reicht, wenn ihr wisst, dass aufeinanderfolgende Characters auch immer aufeinanderfolgende Zahlenwerte haben. Beispielsweise hat der Charakter A den Zahlenwert 97. Demzufolge hat B den Zahlenwert 98 und C den Zahlenwert 99. Signed Integers stellen ganze Zahlen zwischen minus 2 hoch 31 und 2 hoch 31 minus 1 dar. In C++ werden Integers mit int abgekürzt. Man kann also mit int e gleich 3 oder int f gleich minus 3 solche Integer erstellen. Das Casting zu Booleans und Characters kennt ihr jetzt bereits. Zu dem Casting zu anderen Datentypen komme ich dann später. Unsigned Integer stellen positive ganze Zahlen zwischen 0 und 2 hoch 32 minus 1 dar. Sie werden mit unsigned int abgekürzt. Man kann also zum Beispiel mit unsigned int e gleich 3 oder unsigned int f gleich 22 u solche Integer erstellen. Das U bedeutet, dass man spezifisch ein unsigned Integer will. Beim ersten Beispiel erstellt man mit 3 nämlich zuerst ein Integer, welcher dann zu einem unsigned Integer umgewandelt wird. Beim zweiten Beispiel ist es von Anfang an ein unsigned Integer. Floats erlauben es, mit Fließkommazahlen zu rechnen. Sie werden mit float abgekürzt. Man kann also zum Beispiel mit float g gleich 1,3 oder float h gleich 1,3f solche Floats erstellen. Das f bedeutet wie vorhin beim unsigned Integer, dass man hier spezifisch einen Float will. Weil beim ersten Beispiel erstellt man mit 1,3 nämlich zuerst ein Double, welcher dann zu einem Float umgewandelt wird. Beim zweiten Beispiel ist es von Anfang an ein Float. Bei Casting zu einem Integer wird die Fließkommazahl immer Richtung 0 gerundet. Negative Zahlen werden also immer aufgerundet und positive Zahlen werden immer abgerundet. In die andere Richtung kann man den Wert der Integer einfach beibehalten. Es gibt ein paar Randfälle, wenn die Integer sehr groß sind, dass es nicht ganz exakt in den Float reinpasst. Aber normalerweise kann man einfach den Wert übernehmen.
Doubles sind das gleiche wie Floats, einfach mit doppelt so vielen Bits. Das heißt, sie können viel größere Zahlen als Floats darstellen und haben eine größere Präzision. Sie werden mit dem Keyword Double abgekürzt. Man kann also wie vorhin bei den Floats mit Double I gleich 1,9 oder mit Double J gleich 99,9 solche Doubles erstellen. Das Casting bleibt auch gleich wie bei den Floats. Integer werden immer gegen 0 gerundet. Was wir uns jetzt noch nicht angeschaut haben, ist das Casting zwischen Signed und Unsigned Integer. Um dieses Casting richtig zu verstehen, ist es wichtig, dass ihr wisst, wie Integer intern dargestellt werden. Integers werden mit 32 Bit im 2-Komplement gespeichert. Das heißt, dass das vorderste Bit negativ zählt und alle anderen positiv. Wenn man jetzt also zum Beispiel die Zahl 5 darstellen möchte, kann man diese einfach ganz normal binär kodieren. Also 101 und der Rest mit 0 auffüllen. Die kleinstmögliche Zahl bekommt man, wenn man einfach nur das vorderste Bit auf 1 setzt und der Rest bei 0 belässt. Dann hat man minus 2 hoch 31. Wenn man jetzt umgekehrt nur das vorderste Bit auf 0 setzt und alle anderen auf 1, dann bekommt man die größtmögliche Zahl. Und zwar ist das 2 hoch 31 minus 1. Und dann, wenn man alle Bits auf 1 setzen würde, dann ist das 2 hoch minus 31 plus 2 hoch 31 minus 1, also ist das minus 1. Unsigned Integer, umgekehrt als bei den Integer, haben jetzt auch das vorderste Bit positiv gezählt. Das heißt, sie sind eigentlich ganz normale Binärzahlen, einfach mit 32 Ziffern. Die 5 bleibt immer noch eine 5, das ist dieselbe Zahl. Wenn man jetzt aber nur das vorderste Bit auf 1 gesetzt hat, wie vorhin beim Integer, dann ist es als Unsigned Integer nicht mehr eine negative Zahl, sondern wird es eine recht große positive Zahl sein. Das heißt, das ist 2 hoch 31. Wenn man jetzt umgekehrt an das erste Bit auf 0 setzt und alle anderen auf 1, dann bekommen wir dasselbe Resultat wie vorhin beim Signed Integer. Das ist 2 hoch 31 minus 1. Und wenn man alle Bits auf 1 setzt, dann bekommt man eine Riesenzahl, und zwar sind es 2 hoch 32 minus 1. Das ist die größtmögliche Zahl, die man darstellen kann als Unsigned Integer. Jetzt beim Casting von Unsigned Integer zu Integer wird die Binärdarstellung der Zahl genau gleich behalten. Das heißt, die Bits, die hier auf 1 und 0 gesetzt haben, die bleibt gleich. Der Unterschied ist einfach, wie sie interpretiert werden. Also der Unterschied ist einfach, dass hier einmal das vorderste Bit negativ und hier das vorderste Bit positiv gezählt wird. Das heißt, beim Casting von Integer zu Unsigned Integer müsst ihr einfach wissen, dass negative Integer zu sehr großen Unsigned Integer gecastet werden. Und wenn du umgekehrt sehr große Unsigned Integer hast, welche nicht in einen normalen Integer reinpassen, dann kann es sein, dass es wieder negative Zahlen werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum Typecasting ausgeführt wird. Implizite Konversionen passieren automatisch. Dies kann zum Beispiel passieren, wenn wir ein Integer in einen Character speichern möchten. Dasselbe passiert auch, wenn wir zwei Zahlen miteinander verrechnen, welche nicht denselben Typ haben. Dann wird immer der ungenauere Typ zuerst zum präziseren Typ umgewandelt. Die Hierarchie von ungenau zu genauen Typen sieht wie folgt aus. Am ungenauesten sind Booleans, danach kommen Characters, dann Integers, Unsigned Integer, dann Float und am Schluss Double. Wenn wir jetzt also zum Beispiel die Zahl 3,9, also ein Double, plus die Zahl 5, also ein Integer rechnen möchten, dann würde zuerst den Integer 5 zu einem Double umgewandelt werden, weil Integer weniger genau sind als Doubles.
Und dann wird die 5 als Double zu dieser 3,9 als Double hinzugezählt. Die explizite Konversion muss man explizit verlangen. Die Syntax dazu ist, dass man den gewünschten Typ in Klammern vor den umzuwandelnden Wert schreibt. Hier nehmen wir also zum Beispiel die Zahl 97 und wandeln sie in einen Character um. Nun können wir also unsere Kassenregeln, die wir gelernt haben, auf dieses Beispiel hier anwenden, wo wir ganz viele verschiedene Werte haben mit verschiedenen Typen. Wir haben ein Float 0,5, ein Boolean True, der Character A, ein Integer 2, dann ein Unsigned Integer 4 und am Schluss noch ein Integer, den wir aber zu einem Double casten, das heißt ein Double 6. Als erstes müssen wir hier den Boolean True mit dem Character A verrechnen. Da Booleans ja ungenauer sind als Characters, wird das Resultat hier immer noch ein Character sein. Und was wir auch wissen, ist, dass True zu einer 1 gecastet wird. Das heißt, wir addieren einfach 1 zu diesem A und bekommen als Resultat ein B. Dann subtrahieren wir 2 von diesem B. Da wir hier ein Integer haben und hier ein Character, wird das Resultat zu einem Integer umgewandelt. Das heißt, die b als Integer ist 98. Das müsst ihr jetzt nicht auswendig wissen, aber das sage ich euch jetzt. Und 98 minus 2 gibt 96. Dann rechnen wir als nächstes diese 0,5 als Float, multiplizieren das mit der 96 als Integer. Das heißt, das Resultat wird wieder ein Float sein, da Floats ja genauer sind als Integers. Und wir haben hier 48 als Float. Dann als nächstes addieren wir 4 als Unsigned Integer zu dieser 48 als Floating Point. Floats sind ja genauer als Unsigned Integer, das heißt, wir konvertieren diese 4 zu einem Float, haben wir hier 4 als Float, addieren das zu der 48 als Float. Und das Resultat ist 52, immer noch als Float. Und dann als allerletztes subtrahieren wir unseren Double 6 von dieser 52 als Float und wir erhalten die Zahl 46 als Double. Somit solltet ihr also die Eigenschaften aller Datentypen, die wir hier besprochen haben, kennen und wissen, wann und wie, dass diese zueinander gecastet werden sollen.